Ja, jetzt haben wir ein Anbaugerät, eine Pflanzenschutzspritze von Kubota aus dem HOC Gfärleland, wo Kubota übernommen hat, seit 2012 oder so. Das machen wir in der Historie schauen. Okay, ist jetzt nicht so wichtig. Da haben wir eine XMS 112, das heißt, der hat 1200 Liter Tankvolumen und da haben wir 15 Meter Spritzgestänge, hydraulisch ausklappbar, das und Einspülschleuse und alles, was der Gesetzgeber so vorschreibt und natürlich auch den ganzen Anforderungen, was der Landwirt heute braucht, alles serienmäßig drin und ganz wichtig, der ist sehr kompakt am Traktor dran, dass die Gewichte nicht so weit nach hinten verlagert sind, sondern immer kompakt am Traktor dran. Und somit kann man auch mit einem vernünftigen Traktor, also mit einem 100 PS oder so, noch seine Spritzarbeiten machen. Da brauchen wir nicht immer einen großen 200 PS Schlepper für so normale Arbeiten. Und ja, schauen wir uns das vielleicht noch, wenn man das auseinander und zusammenklappt. Und gehen wir nochmal drum rum, wie das dann von der Anbaugeschichte her ausschaut. Da ist die Einspülschleuse, wo man ganz praktisch rein- und rausklappen kann. Dann kann man seine Pflanzenschutzmittel ordentlich einfüllen und die Becher sauber machen und alles wunderbar. Dann, wenn man fertig ist, dazu. Da hat man sein Fach für die Handschuhe und für die Schutzausrüstung. Da haben wir einen Klarwasserbehälter, dann unsere Füllanzeige, dass man sieht, wenn die Spritzbrühe zu Ende geht, Druckmanometer und ganz klar, man sieht, dass der Tank sogar über den Anhängerbock drüber geht. Das heißt, die Gewichtsverteilung ist optimal zum Schlepper gerichtet. Weil die 1200 Liter, ja, die wollen ja auch getragen werden. So, und natürlich die Bedienung innen am Schlepper, ja, einfach, selbsterklärend, da kann jeder damit arbeiten, wenn man eine kurze Einweisung kriegt, für einen mittelständischen Betrieb optimal. Das war, genau. Ja, da unten halt tut man die ganzen hydraulischen Gestänge zusammenklappen, die Neigung verstellen, auf einer Seite hochziehen, auf der anderen Seite rauf oder runter. Also man kann dann ideal während des Spritzens das Gestänge so führen, dass halt einfach vom Abstand zum Boden immer passt. Und während des Spritzens wird mir permanent angezeigt, wie viel Liter, dass ich ausbringe, da, wie viele Teilbreiten, dass ich geschalten habe. Und auch die Geschwindigkeit kann ich auch mir anzeigen lassen. Ja. Und dann schalte ich halt um auf Rühren oder Reinigen und so weiter und so fort. Also, die haben ja extra so eine Spüldüse drin, das wird clean fix. Ja, das machen wir dann nachlesen im Prospekt, wie das genau ist. Aber auf jeden Fall. Tankinnenreinigung ist da integriert bei dieser Pflanzenspritze, weil irgendwann ist man ja fertig, dann muss die ganze Wohr wieder sauber gemacht werden und dann haben wir, und dann ist die Spritze auch wieder sauber und das nächste Mal ist wieder optimal einsatzbereit. Also da haben wir jetzt einen 3-Düsen-Stock verbaut. Da kann ich 3 verschiedene Düsen jederzeit für jeden Anspruch dann einbauen. Und einfach nur drehen und die aktuelle, die ich brauche, die greift dann. Und dann immer die untere, da kommt das Pflanzenschutzmittel raus. Jetzt sind die 2 anderen leer, aber man hat halt die Möglichkeiten. Dann das Gestänge ist also ein Aluprofil, absolut stabil, wenn man irgendwo doch bei holprigem Gelände umeinander fährt, dann wackelt es nicht umeinander, wenn man es manchmal schon sieht. Also das ist von der Stabilität her optimal und natürlich zum Klappen her und auch vom Gewicht her ist natürlich Aluminium besser wie so eine Stahlkonstruktion, da zieht es natürlich die ganze Geschichte schon weiter runter. Natürlich ist auch eine Anfahreinrichtung drin, das heißt, wenn man anfährt, klappt es weg und klappt wieder zurück.
Das kommt ja mal vor, kommt der Strommasten daher, zack, und dann ist er wieder weg. Also, ja, dann kann man auch mal vorbeifahren und ohne, dass man dann auch wieder die Werkstatt aufsuchen muss. Und dann, wenn man jetzt dann sieht, wenn wir den zusammenklappen, der klappt da so Z-mäßig zusammen. Das heißt, der zieht immer erst das Äußere rein und dann kann man immer nur mit die Inneren immer nur spritzen. Wenn man jetzt trotzdem an ein Hindernis vorbei will, brauche ich nicht extra komplett zusammenklappen, sondern ich ziehe es einfach auf einer Seite rein oder beim Zusammenklappen zieht es natürlich beide Seiten rein. Ja, das ist klar. Und die Verrohrung ist alles aus Edelstahl. Und alles, was übersteht, ist mit Schutzschlauch geschützt nochmal. Also, ja, gut. Da hat man dann seit 20, 30 Jahren sein Rohr. Dann, wenn man sowas kauft. Und dann passt es schon wieder. Und da hinten, man sieht auch die Schlauchführung. Da kann sich kein Schlauch verheddern. Der ist da sauber mit der so einer Schlauchführung optimal rauf und runter, wenn man geschützt. Und die Schläuche können sich gar nicht wirr umeinander hängen. Und die Zugänglichkeit, wenn man an die Magnetventile ran muss, ist hinten alles da. Zu den Filtern komme ich optimal hin. Ja, gut, einfach, praktisch, wunderbar. Und wenn ich gleich einen Hydranten befüllen will, haben wir natürlich gleich einen Hydrantenanschluss dran. Da geht natürlich dann die 1200 Liter gleich drin. Wenn man bei der Feuerwehr ist, dann weiß man das, was da für Wasserstrahl kommt und dann somit. Und sonst die Reinigung heißt jetzt, das steht da auf dem Moment, X-Clean, die Innenreinigung, wenn man halt dann fertig ist, X-Clean, und dann tut sich der selber reinigen. Und da, das ist nur mal so ein Wassertank, dass er sich selber reinigen kann, und dann kann man die Spritzbrühe oder die Spülwasser auch gleich noch im Acker draußen lassen und sauber nochmal verspritzen, ohne dass die Umwelt belastet wird. Da haben wir dann noch, wenn man wirklich mal oben reinschauen will, haben wir eine ordentliche Treppe, dann kommen wir oben rein und dann kann man reinschauen, ob alles passt und alles in Ordnung ist. Aber im Grunde genommen tut er sich selber, wenn man auf clean schaut, dann tut der selber außer sich selber reinigen und dann lässt man die ganze Soße raus und dann ist er am Acker draußen und dann fährt man heim und dann ist der Feuer erledigt. Dann kann man bei der Frau seine Verpflichtungen nachkommen. So, genau. Okay, jetzt klappt man dann zusammen oder den wir halt das Gestänge ein wenig bewegen und dann sieht man gleich, was läuft. Ne?